Janik Steinmann, der Wechsel von Dominik Kegli, der ist jetzt fix. Von dem hat man können ausgehen, dass er auf Davos geht. Was sind Ihre ersten Gedanken, wie man diese Lücke wird können füllen? Zuerst muss ich schnell sagen, also davon ausgegangen, dass er auf Davos geht, bin ich eigentlich nicht. Lange Zeit immer gute Gespräche mit ihm und er hat mal ein bisschen signalisiert, dass er Richtung Schweden rauf möchte. Hätte mich natürlich ein bisschen mehr gefreut als auf Davos. Also nichts gegen Davos, ist ein super Club, aber wir Schweizer müssen mehr mutig sein, ins Ausland zu gehen. Und das wäre ein cooler Step für ihn. Das hätte ich mir gewünscht für ihn. Zurück zu unserer Personalie ist das natürlich ein Verlust, wo nicht ganz so einfach zum Decken ist. Wir werden wahrscheinlich auf dieser Position ein bisschen auf dem Ausländermarkt umschauen, aber aktuell abschliessend kann ich das noch nicht beantworten. Das hat sich jetzt natürlich in die Länge gezogen. Er ist ein begehrter Mann und weiterhin aber auch in der Goalie-Position bei den Lakers. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie sieht es aus bei Melvin Lieferle? Ja, bei ihm haben wir eine Lösung können finden, sicher schon mal für die nächste Saison. Das darf ich so heute sagen. Wir haben mündlich schon länger eigentlich gute Gespräche gehabt und haben gewusst, dass es nächstes Jahr weitergeht. Aber das Ganze hat sich halt wirklich extrem in die Länge gezogen, weil wir mit diesen ganzen Bundesgeldern, AFO-Perdue-Geldern, die wir lange nicht gewusst haben, wie geht es weiter, wie können wir mit dem Budget planen, was sind wir alles nachher gebunden. Und wir sind ein Club, der auf so Gelder angesprochen ist und wir sind auf die angewiesen. Und gleichzeitig auch einen grossen Dank an Bund, dass er uns in so einer schwierigen Zeit so unterstützt und das respektieren wir. Aber das ist natürlich budgetrelevant und das ist nicht ganz einfach. Was sicher auch noch budgetrelevant ist, ist ein Roman Cervenka, jetzt der Liga-Topscorer. Zum Glück kann er mal verletzungsfrei spielen. Wie erschwerend ist das aber für den Sportchef einzuhalten? Ja, aber er ist ein unglaublicher Spieler und ein riesiger Mensch. Und wir haben schon immer gute Gespräche gehabt. Auch letzten Sommer ist es ja lang gegangen, wo plötzlich die Saison abgebrochen worden ist. Ihm gefällt es extrem gut bei uns und ich glaube, wir werden dort auch eine Lösung finden. Die Gespräche sind am Laufen und schauen wir, was die Zukunft bringt. Eine Frage müssen wir noch erlauben. Janik Steinmann, nächste Saison, ist er der Sportchef von Melvin Niffeler oder von Dominik Kegel? Definitiv von Melvin Niffeler. Ich liebe seinen Rappi und wir haben etwas zum Aufbauen und es ist eine riesige Challenge jeden Tag. Und aus weniger mehr machen reizt mich extrem.